Arsch, mach den, mach den Schnabel auf. Ja, okay. Komm, wir machen mit den Hoden gefangen. Mhm. Oh. Ja, oh! Oh. Erfolg, ja. Großes Kino. Wir sind noch ganz viele Lakritze, ich liebe Lakritze, muss ich mal dazu sagen. Danke, Mareike, dafür. Die ist nämlich immer keiner, die ist alles für mich. Gut. Niemand mag Lakritz. Verständlich. Ja. Wir haben sich so schnell, dass man sie nicht gesehen hat, weil sie nämlich Speedrunner sind, unsere Gäste reingeschlichen. Okay. Der 360 Chrism und der Thief Buck. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Moin. Ihr seid, ich habe schon gesagt, ihr seid Speedrunner. Das heißt, ihr spielt Spiele unheimlich schnell durch. Wie kommt man, ja, wie kommt man auf so eine Idee? Warum, das hat ja mit Spielen nichts mehr zu tun. Warum macht man das? So, ich vergleiche es mal mit Sport, Leistungssport. Wenn sich Leute verbessern wollen und das für das gute Gefühl, neue Bestleistung, Weitsprung zum Beispiel. Ja, jetzt habe ich wieder eine neue Bestleistung, kann man sich freuen. Und darauf arbeitet man halt hin. Okay. Ja, und man findet es halt, man sieht andere Leute, die es erster machen. Und dann denkt man, oh, geil, das will ich auch machen. Dann probiert man es aus und... Aber wie kommt man so ursprünglich drauf? In so einem Rennspiel oder so, da kann ich es gut verstehen, dass man sagt, okay, da hängt okay, da ist eine Zeit. Da ist ja noch ein Timer dabei. Ja, eben. Ja. Aber dann zu sagen, okay, ich spiele jetzt einen Shooter oder Mario. Es hat sehr viel, ich glaube, bei uns beiden hat es sehr viel mit Nostalgie zu tun. Okay. Wir haben diese, ich habe zum Beispiel Mario gesehen, mein absolutes Lieblingsspiel als Kind. Und dann gucke ich diesem Typ da im Internet zu, wie er es einfach in 2 Minuten durchspielt. Dieses Super Mario Bros. 3, oder? 64. Okay. Ja, zwar 2 Minuten war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, dann sieht man das und dann, oh Gott, wie? Und dann will man es selber probieren und man kann es nicht, aber dann wird man besser, wenn man's, dann ist man schon gepackt. Ja. Ich würde gerne mal... Ja, es ist auch in gewisser Form eine neue Art, das Spiel zu erleben. Man spielt es nicht mehr normal durch, sondern man erlebt das Spiel auf eine ganz neue Art und Weise. Ja. Es ist auch so, also es gibt auch Leute, die behaupten, dass man das einfach nur durchspielt, weil man das Spiel nicht mehr mag oder man kann es nicht mehr genießen. Das stimmt komplett, also überhaupt nicht. Mhm. Ich spiele auch das Spiel öfter, ich mache auch ab und an einfach nur mal die Konsole an, um einfach nur mal, weiß ich nicht, Charaktere zum Beispiel anzusprechen, nur um zu schauen, was sie zum Beispiel sagen, in gewissen Situationen und so weiter. Also es ist immer noch einfach diese Liebe zum Spiel. Ich habe tatsächlich verfolge ich die Speedrunner-Szene jetzt nicht so extensiv, aber ich gucke ab und zu Speedruns, vor allen Dingen zu Spielen, wo ich mir selber die Zähne ausbeiße. Also jetzt aktuell hat wieder einer Bloodborne durchgespielt, irgendwie in, was weiß ich, 20 Minuten oder so. Was? So lange habe ich bis zum ersten Boss gebraucht. Ne? Bloodborne. Jetzt schon, okay. Ja. Und was ich sehr, sehr schön fand, ich hatte neulich ein Video gesehen bei Tim Schäfers Kanal, der bei Double Fine Productions ist, der Psychonauts gemacht hat. Und die haben sich einen Speedrunner eingeladen, der ihr Psychonauts durchgespielt hat. Das Deathplay. Dieses Deathplay, genau, dieses Dings, was sie da machen, wo sie mit Entwicklern zusammenspielen. Und da haben alle Entwickler von Psychonauts zusammengesessen und dieser Speedrunner hat ihnen quasi so gezeigt, was sie über ihr eigenes Spiel noch nicht wussten. Und ich glaube, das ist auch ganz viel die Faszination bei Speedrunnern, herauszufinden, was kann man in einem Spiel machen, das eigentlich gar nicht vorgesehen ist. In Psychonauts hat er den Entwicklern zum Beispiel gesagt, guck mal, hier kann ich fliegen und schweben. Und die saßen alle da so, was, das habe ich nicht programmiert. Sehr, sehr schön dazu zu gucken. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großer Teil der Faszination, oder? Auf jeden Fall. Also auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Spiel spiele, dann, ich genieße es zwar auch so normal durchzuspielen, keine Frage, aber ich erwische mich. Du guckst dann da drauf. Ja, zum Beispiel, als ich zum letzten Mal Bioshock gespielt habe, habe ich versucht, Gegenstände rumzuschieben und zu gucken, ob ich mich irgendwo durch eine Lücke irgendwie drücken kann oder so. Also es, wie gesagt, es macht einfach einen Riesenspaß auch. Warum nutzt man da nicht so eins dieser Spiele, die halt sehr offensichtlich sind? Also ich meine zum Beispiel einen Call of Duty presst sich so offensichtlich in so eine schlanke Linie. Du musst halt gerade ausgucken, weil da passiert die Action. Und wenn du mal nicht über den Triggerpoint läufst, dann geht es halt auch nicht weiter. Dann laufen aus derselben Tür immer Leute raus. Also es wäre für mich so das offensichtlichste Spiel. Aber du sagtest, Mario ist so dein Ding und du spielst Zelda. Zelda Mario, warum gerade die? Das hat alles auch mit Nostalgie angefangen. Okay. Ja. Wir mögen die Spiele einfach mehr. Okay. Ist das dann auch irgendwann, ist dann der Punkt erreicht, wo man weiß, okay, jetzt geht's nicht schneller und das Projekt ist damit abgeschlossen, dann kommt es nicht. Ja, das ist das Problem. Wenn man so diesen perfekten Run geschafft hat, dann hören viele damit auf, wieso soll ich jetzt noch versuchen? Ja, weil ich habe es ja jetzt schon so schnell geschafft und wenn ich jetzt nochmal versuche, dann bin ich unmotiviert, weil ich es nicht mehr schaffen kann. An dem Punkt sind wir noch nicht angekommen, okay. Nach 2 Jahren. Schaffen wir es heute vielleicht? Willst du mal deine Kunst präsentieren?
Ja, er ist zuerst dran. Gut, genau. Ich habe es zuerst. Du spielst vorbereitet. Fast genau. Ich spiele jetzt Majora's Mask. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache ein paar Tempel durch. Ah, Majora's Mask habe ich ja gerade auf dem 3DS angefangen. Mhm. Ich muss mal ganz überlegen, wie lange ich gebraucht habe. Wie lange also ich sag mal nicht, wie lange du brauchst, um es durchzuspielen, aber ich glaube, ich habe allein fürs erste Dorf so Stunde, zwei vielleicht gebraucht. Okay. Weil du ja auch immer wieder die Zeit zurückversetzen musst und so. Musst du einmal die Zeit zurücksetzen? Ja. Aha. Mindestens einmal. Okay. Ansonsten kommt man nicht voran. Alles klar, okay, ja. Aber wollen wir doch mal sehen, ja. Ob das, doch mal, wie viel das dann noch mit Spielen zu tun hat. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt. So, ich fange mal direkt an. Ich habe hier eine kleine Fall vorbereitet. Ich muss dazu sagen, ich habe, wie man gleich sehen wird, ich habe Ton. Keine Eulenstatuen aktiviert. Das funktioniert über einen kleinen Glitch. Was sind die Eulenstatuen? Eulenstatuen sind die, zu denen man sich dann warpen kann. Ah, okay. Dadurch, dass ich keine aktiviert habe, aber eine, die man nicht aktivieren soll, denkt das Spiel, ich habe sozusagen... Alle aktiviert. Nein, ich hätte eine aktiviert, weiß aber nicht welche und dann benutzt es den Wert, den ich in der Map ausgesucht habe und dann kann ich mich dahin warpen, wie man gerade sieht, die Eule ist noch nicht aktiv. Er kann machen, was er will. Und ich kann sozusagen überall hin, wo ich gerade möchte, von Anfang an des Spiels. Aber wie findet man sowas raus? Das ist letztes Jahr gefunden worden. Das Witzige dabei ist, der Glitch an sich ist schon seit über 4 Jahren bekannt, aber man wusste nicht, was er macht. Das ist alles im Endeffekt einfach nur Zufall. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich würde jetzt einfach mal den ersten Tempel durchmachen. Irgendjemand findet sowas heraus, komplett zufällig. Dann guckt er sich das Video nochmal an, was hat er genau gemacht. Versucht es nochmal zu machen. Und wenn es nochmal klappt, dann hat man es raus. Ich habe neulich hier jemanden gesehen, der in Super Mario Bros. 3 den Code selbst umgeschrieben hat. Ja, genau. Man kann den Code mit Sprüngen und so umschreiben. Was? Und sich dann direkt zu den Credits. Ja, man kann sich dahin warpen, indem du quasi den Code selber überschreibst durch Aktionen. Damit hat man dann sozusagen Mario Bros. 3 in unter 2 Minuten durchgespielt. Ja. So. Bevor sich jetzt hier beschwert wird, im Speedrun hätte ich den Hookshot, also den Enterhaken an dem Punkt. Aha. Okay. Und deswegen werde ich ihn auch hier benutzen. Wobei, wenn ich doch schon dabei bin. Wie weit bist du im Spiel? Ich bin jetzt im ersten Tempel. Aha. Und ich werde jetzt einfach mal kurz die Tempel durchmachen. Warum machst du das jetzt? Das ist jetzt ein... Auf den Boden. So eine Art Rocket Jump oder? So, das war jetzt ein kleiner Glitch. Majora's Mask und Ocarina of Time haben die Technik drin, dass wenn man das Schwert benutzt, man nicht vom Rand fallen kann. Es gibt allerdings einen Glitch, dass das Schwert jeden Frame aktiv ist. Aha. Und dadurch, wenn ich Schaden in der Luft shielde, also blocke, bleibe ich einfach in der Luft stehen. Und das ist das, was ich gerade gemacht habe. Aha. Und dadurch stehe ich jetzt sozusagen hier in der Luft. Das ist aber wahrscheinlich auch so, der perfekte Speedrun ist dann schon auch eine wirklich eine Community-Aktion, dass man so ein bisschen zusammenträgt, wer hat irgendwie wer hat was rausgefunden und irgendwann wird es dann halt die perfekte Kombination von allen Glitches und so weiter geben. Okay, wo ihr gerade von Programmierung gesprochen habt, gibt es da Spielregeln, was man als Speedrunner darf? Darf man in den Programmcode eingreifen mit irgendwie einem normalen Texteditor? Du musst in der Lage sein, das Spiel so durchzuspielen auf jeder Konsole, die dir jemand in die Hand drückt. Okay. Richtig. Okay. Er spielt jetzt zwar auf dieser japanischen Version, aus verschiedenen Gründen, aber es wäre auch möglich auf allen anderen. Okay, und krass. Da muss man jetzt noch dazu sagen, würde man das auf einer N64 spielen, gibt es zum Beispiel Tricks, die hat man damals benutzt, dass man die Kassette leicht rausgezogen hat und dadurch sozusagen das Ganze ein bisschen manipuliert hat, das darf man nicht. Okay. Es muss das Spiel mit normalen Inputs durchgespielt werden können. Ja, damit hat man die Kassette manipuliert. Was hast du gerade gemacht? Das würde ich jetzt ganz gerne wissen, weil du bist ja gerade einen Sprung hast du gemacht, den es nicht gibt. Richtig, das war, das nennen wir Megaflip. Das heißt, das Spiel hat 2 Frames, in denen man nicht verwundbar ist während einer Rolle, aber man noch Aktionen machen kann. Aha. Und dadurch baut sich Negativgeschwindigkeit auf und die kann ich nutzen, um mich auf die andere Seite, zu springen. Ah, klar, Louis, wer hätte es nicht gewusst? Meine Mutter hat früher mal gesagt, wenn ich mir gerade sagen sollte, könnt ihr Negativgeschwindigkeit Könnt ihr vielleicht vorher immer kurz erklären, was ihr macht, bevor ihr es macht? Genau, weil sonst natürlich. Ist es, glaube ich, echt schwer zu folgen, was da überhaupt passiert. Ja, ja, aber klar. Ich habe den Faden schon verloren. Aber Markus, da musst du halt mal besser hingucken. Ist trotzdem das ist spannend, doch völlig logisch. Du siehst das, Negativgeschwindigkeit, Megaglitch, zack. Ja. Mensch, ist doch nicht so schwer, Markus. Ja, sorry, aber wisst ihr, ich bin ein bisschen dumm. Ja. Ist ja auch knapp mit der Zeit, deswegen beeile ich mich. Wenn ich hier
gerade diesen Jumpslash macht, diesen Angriff, ja, dann speichert ein anderer Angriff den Wert sozusagen. Aha. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu dem hingehe, komm her, dann ist er auch relativ schnell. Dadurch, dass ich den Sprungangriff vorher gemacht habe, ja, hat der Crouch Step, der Hieb sozusagen, den Wert gespeichert. Aha. Und dadurch kann ich den immer wieder einsetzen, ja, indem ich einfach das hier mache. Okay, alles was du sagst. Ich weiß eh nicht mehr, wovon du redest. Jetzt sind wir wirklich an einem Punkt, David, wo es junge Leute gibt, die Sachen sagen, die wir nicht verstehen. Es ist sehr schwer für uns, Deutsch zu sprechen. Wir streamen beide auf Englisch normalerweise. Ach so. Ja. Ah, ja. Okay. Wenn wir über die Spiele reden, ist es echt schwer, die deutschen, ja, Wörter dafür zu finden. Okay. Ja, ich habe schon gemerkt, wo du Nostalgia sagtest. Ja, aber, ja, vielleicht können wir an der Stelle auch mal kurz Bauch binden, wie eure Twitch-Kanäle heißen. Ja. Denn da kann man euch zuschauen, wie ihr sowas lacht. Ja. Richtig. Krass. Streamen eigentlich fünf bis sechs Mal die Woche beide. Ja. Und morgens seid ihr beiden ja auch bei einem Charity-Event. Das gibt es ja immer häufiger, ja, dieses Awesome Games Done Quick. Genau, und zum Beispiel. Das, was morgen passiert, gab es ja auch schon. Ja, Gamefest. Ja, gab's das letztes war Jahr vor, auch schon unter dem Namen Gamefest bekannt. Jetzt ist es Charity Gaming Marathon. Aha. Läuft nicht mehr bei Gamefest, ja. Und ihr spielt ja quasi eure Spiele so schnell wie möglich durch und sammelt damit Geld. Genau. Ja. Gaming Aid. Ah, cool. Sehr schöne Sache. Und da werdet ihr auch Livestream oder von der ganzen Veranstaltung gibt es einen Livestream auf twitch.tv/olymptronika. Und es startet morgen, also am 24. ab 19 Uhr. Da könnt ihr dann live mitzocken. Genau, und unsere Buddies, die Pietsmeets, sind auch dabei, habe ich gehört. Die Pietsmeets sind auch dabei, genau. Wobei die, glaube ich, nicht schnell durchspielen, sondern schnell labern. Was zur Hölle passiert da? Okay, okay. Ich habe mir gedacht, weil die Zeiten halt ein bisschen knapp ist, mache ich... Okay. gut, ich erkläre es. Im Endeffekt wieder ein kleiner Glitch vom Sora hier, dass ich, wenn ich einen Sprungangriff mache und dabei den Control-Stick drehe, während ich B gedrückt halte, mache ich einen kleinen Clip nach vorne und es gibt Winkel in dem Spiel, wie zum Beispiel der hier, die können dem Ganzen nicht unbedingt standhalten und dann ist man in der Säule drin. Aha, und die macht dann, was heißt das? Sorgt normalerweise dafür, dass man das Ding ausmacht. Und genau, das war's. Da hätte ich die Konsole ausgehört. So, und das ist jetzt... Ich werde jetzt einfach mal ganz kurz schnell zum Boss gehen. Indem ich einfach um die Tempel herumgehe. Was? Also um die Räume herumgehe. Ich finde, das ist halt das eine, wirklich so sich durchs Level zu glitschen, aber dann gleichzeitig eben auch noch gegen die Gegner, mit den Gegnern klarzukommen, also mit den Bossen, das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Das ist absurd. Das heißt, du gehst jetzt auch gerade rückwärts und hast es aber so gut im Gefühl, dass du weißt, wann komme ich wieder irgendwo raus. Ach, das merke ich schon. Also die Sache ist, wenn man in den Tempel reingeht, dann sind die Loading Zones immer vorhanden. Ja, jetzt einfach durch die Wand zu dem letzten und, Lader. Genau. Und dadurch kann ich einfach um die Räume drumherum und in den Tempel rein. Krass. Ich glaube, ich zeig... Also ich stelle mir vor, wie irgendeiner zu Hause sitzt und sich vor, also gefühlt jede Säule gestellt hat, um dann zu gucken, ob das geht. Das meine ich. Also im Prinzip muss man sich doch wirklich alle Informationen über so ein Spiel zusammenklauben. Wenn irgendwer sagt in irgendeinem Forum, ich habe einen Glitch entdeckt, ich glitch da in die Wände rein. Ja. Und dann muss man das nehmen und sich überlegen, kann ich das irgendwie einsetzen? Das man muss, da gibt es halt dieses Ziel von dieser Ladezone, wo er gerade reingegangen ist. Und dann muss man irgendwo eine Wand finden, wo man reinkommt. Und dann um die Räume herum, weil das halt schneller ist. Hier passiert gerade was? Ich möchte ganz kurz... Nein, da passiert gerade gar nichts. Ich laufe einfach zum nächsten Tempel. Ah, also hast du den Boss gerade schon besiegt? Nein, ich wollte nicht machen, weil es einfach zu viel lang... Also er dauert nicht lange, ich kriege so eine halbe Minute tot, aber ich denke, wir sind hier so in ein bisschen Zeitdruck. Ja, oder? Mach mal nicht, also ich find's spannend, also besser als tryen. nimm dir ruhig die Zeit, die du brauchst. Weil okay. Ich liebe da zuzugucken bei sowas. Ja, vor allem merkt man euch auch an, was ihr da für eine Begeisterung auch reinlegt. Ja, ich kann gar nicht erwarten, euch Mario zu machen. So, ich gehe jetzt einfach schnell zum Great Bay Tempel. Ich glaube, das ist der Lieblingstempel der meisten Spieler. Also der Wassertempel. Aha. Ja, der Wasserlevel liebt ja jeder. Jeder liebt Wasserlevel. Ich fand schon die Ocarina of Time ganz furchterregend. Ich habe die Cutscene schon getriggert, weil sie dauert ungefähr eine Minute. Ja. Das ist einfach, ja, einfach damit man. Ich spiele das jetzt genauso nachher zu Hause auf dem 3DS nach.
Dann aber ja, bitte blind, anders, denn der Raphael Schreiner twittert gerade, es gibt einen Blind-Speedrun von Zelda. Habt ihr richtig. Das auch schon mal ausprobiert? Ich habe schon mal versucht in Majora's Mask. Ich habe es auch geschafft, die Zora-Maske zu holen. Und bis zum Deku Palace, also im Deku Palace musste ich dann mehr oder weniger aufgeben. Also es gibt halt Glitches, die kann man machen, absurd, selbst wenn man nichts sieht, weil man die einfache Muscle Memory drin hat, also mhm, ja. Dann hast du was gespeichert dann quasi. Ja. ich mache jetzt einfach mal ganz kurz den Tempel durch, würde ich sagen. Bitte, ja. Rotkuchen schreibt, das ist kein Speedrun, das ist ein Glitchrun. Nein. Gibt es da einen Unterschied? Ist das jetzt einfach nur, will er euch da ärgern oder gibt es wirklich eine Unterscheidung? Da gibt es keine Unterscheidung. Es ist einfach nur, da muss ich zugeben, dass ich am Anfang da auch Probleme gehabt hätte. Dass, wenn man das so, sich so anschaut und dann werden die, dann sind die Leute da, die machen Glitches, das hatte man überhaupt nicht, das kannte man nicht und dann fühlt sich's gecheatet an. Aber im Endeffekt ist das Ziel ja eigentlich nur, das Ende zu erreichen und das ist das, was wir machen. Ja. Also wobei es ja, glaube ich, also ich hatte das neulich, wo ich wieder drüber gelesen hatte, zu Bloodborne, da hieß es, es gäbe einen Unterschied zwischen, man spielt auf legitimem Weg durch, also nutzt im Grunde alle vom vorgegebenen Wege und die, wo man tatsächlich diese Falltüren nutzt. Mhm. Gibt's da, also da gibt es dann tatsächlich aber keinen Unterschied in der Speedrunner-Szene. Wir haben verschiedene Kategorien. Genau. Es geht ja nicht nur um durchzuspielen, manchmal gibt es auch Spiel das Spiel durch mit sammle alle Sterne ein, ja, oder alle Masken in diesem Spiel. Und es gibt auch noch diesen von mit Geräten unterstützt oder beziehungsweise wo man vorher alles... Das ist was anderes. Das ist Tool-Assisted Speedruns. Ja, stimmt. wenn man... das ist aber... Das spielt niemand ein Spiel. Ja. Das ist ein Programm, da wird Frame für Frame alles durchgegangen, dass es perfekt ist und dann wird es abgespielt. Ja, ja. Okay. Also Mega Man 2 quasi so, dass er so, dass jeder Sprung sitzt und ja, so. Das ist nicht möglich. So, ich würde jetzt einfach mal schnell den Great Bay Tempel durchmachen. Bitte. Ich bin im ersten Raum. Ich benutze eine kleine Bombe. Bombe durch die Bombe. Wand. Ah, Bombe. Falscher Winkel, okay. Mein Fehler. Nein, ich würde sagen, der des Spiels. Da würde ich nämlich noch einen anderen Winkel hinsetzen. Dory fragt, kann man bei Mario auch so glitchen? Das werden wir gleich sehen. Ich kann euch das so Spiel durchspielen in der Zeit. Ich bin jetzt... Hoffentlich. Ja. Ich bin jetzt in der Rampe drinne. Okay. Hey! Ja. Ja, okay. Ja, so schnell hättet ihr zu Hause gerne auch den Wassertempel durchgespielt. Stimmt, da unten ist der Bossfight. Ja, war's. Da unten ist schon der Boss. Sehr gut. Und für den Boss, also wie lange brauchst du für den Boss? Ich kann ihn schnell machen. Mach doch mal gerade. Die 2 Sekunden haben wir auch noch. Ich hatte den Bogen, ich hätte die Cutscene überspringen können, egal. Ach nö. Das ist aber dann noch was da. Ärgert man sich, wenn man merkt, jetzt habe ich quasi 5 Sekunden ein Cutscene verloren, das wird nicht mehr der perfekte Run, bricht ja, man dann ab und fängt man nochmal von vorne an? Oh ja. Kommt drauf an, wie wie ernst man das Spiel halt nimmt. Ja. Wenn man es richtig perfekt haben will, dann müsste er jetzt schon wieder neu anfangen. Also gut, hier tut es einem doch bestimmt weh, wenn man sieht, oh, was, 10 Sekunden, 15 Sekunden. Ja, ja. Also hier wär der Reset-Button schon gedrückt worden. Okay. Und da bist du schon wie lange dran in dieser speziellen Szene? Wie lange hast du jetzt schon gespielt? Wenn ich an dem Tempel bin, so... 52. Minute. Oh, das heißt, die das ist okay. Das ist okay. Denn wie lange brauchst du insgesamt für das Spiel? 1,5 Stunden. Boah, wenn wir das bei GameStar so gemacht hätten, ey, was die alle abgewatscht worden wären, die Spiele. Ja, sind 1,5 Stunden. Ich merke gerade, ich habe keine Magie. Kein Magic. Doch, du hast Magie. Extremst schlecht. Aber ich habe ja für so Fälle das da. Und vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen. Nee. Nichts. Ich hab die Flasche in einem Slot, wo eigentlich die Dekonuss ist. Nee, ist mir nicht, tatsächlich nicht aufgefallen. Ich muss tatsächlich jetzt mal kurz Magie holen, einfach weil... Magie! Kurz mal Magie drauf auf dem Fisch. Dauert's. Schmeckt ja besser. Was ich eben an dieser ganzen Speedrun-Geschichte auch so schön finde, ist, dass es wirklich diesem Medium auch nochmal eine ganz neue Ebene gibt. Also ich glaube, das werde ich direkt mit in jede nächste Diskussion nehmen über Interaktion und ja, nein, vielleicht, was macht ein Spiel anders als ein Film? Also sowas ist halt abgefahren.
wenn du schon den Leuten nicht erklären kannst, was ein Computerspiel ist, da brauchst du gar nicht erst versuchen, zu erklären, was der Reiz ist, so ein Spiel in einem Bruchteil der vorgegebenen Zeit durchzuspielen. Sehen was das auch, was auch sehr, sehr toll ist, vor allem wenn man livestreamt. Ich würde nicht speedrunnen, ohne es auch live zu streamen für meine Zuschauer. Ja. Weil das, wenn da neue Leute reinkommen und die sind einfach beeindruckt, das gibt mir auch ein gutes Gefühl. Ja, das glaube ich. Super geil, was gezeigt, was sie noch nie gesehen haben. Ja, das ist es nicht. Also so wie wir altgediente Spiele-Redakteure hier sitzen und uns einen abstaunen, das ist... Da hat es mich gelegt. Okay. Ja, das ist Minuten durch. Ja, Wahnsinn. Lass mal. Dann springen wir doch erstmal zu Mario rüber. Okay. Nein, schön. Der Bossfight. Aber trotzdem super beeindruckend, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, da schalte ich bei dir demnächst auch mal rein. Wann twitcht ihr? Habt ihr spezielle Zeiten? Seit neuestem habe ich einen Zeitplan, ja. Denn das ist natürlich, wenn du sowas eben auch live machst, das ist ja nochmal, ich meine, die Herausforderung ist nochmal eine andere und der Druck für euch als Spieler ist bestimmt auch nochmal ein anderer. Aber sicherlich auch als Zuschauer, ich meine, in einem Let's Play könntest du theoretisch ja irgendwie bescheißen an irgendeiner Stelle. Aber wenn du wirklich live dabei bist, stelle ich mir das echt sehr cool vor. Kannst du möchtest deinen Controller nutzen, oder? Wie sehen denn das eigentlich die Publisher? Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie nicht so toll, so erfreut darüber sind, dass ihre Spiele kaputt sind. Wir haben da so ein paar Spieleentwickler, die auch die Speedrunner schon mal angeschaut haben. Ein paar sind echt kein Fan von uns. Okay. Die möchten nicht, dass diese Spiele so kaputt gespielt werden. Ja. Klar, weil ich glaube, viele dann erstmal sehen, so was hinter den Kulissen so los ist und welche Fallstricke benutzt werden. Kann man da Ton anmachen? Ton anmachen, das fragen sind, wir die Redaktion. Sind schon dabei? Eine Frage hätte ich noch tatsächlich. Habt ihr schon mal versucht, hier das Zelda jetzt auf dem 3DS zu spielen, ob da dieselben Glitches funktionieren oder nicht? Einige Glitches wurden gefixt, aber sehr viele sind noch drin. Okay, lass mich mal erklären, was hier passiert. Mach das mal, ja. Okay, es gibt einen Trick, den nennen wir Backwards Long Jump, rückwärts Weitsprung. Und in dieser Wand kann man gut stecken bleiben. Ja. Denn das ist das gut, ja? Also das ist gut. Och, der Arme sieht traurig. Was ist das für Hölle? Okay, was ich jetzt gemacht habe, war, ich habe rückwärts Weitsprünge gemacht. Da bist du nach vorne und aber dann wieder umgedreht. Aha. Und wenn man in diesem Spiel gibt es unbegrenzten Rückwärts-Speed. Okay. Und das heißt, wir können jetzt durch alle Wände durch. Alles klar! Durch alle Aktoren sozusagen. Und wir sind in den Bowser-Level. Das ist alles, was wir machen müssen. Und dann hier gibt es jetzt halt echt. Was ist denn das jetzt? Weniger Glitches, mehr Movement durch die Bowser-Stage. Ist das so eine Art. Das ist ja das einzige Glitchen, was ich immer konnte. Also das Bunny-Hopping in Counter-Strike, ist das. Genau, ist das ist sehr gleiche, ähnlich. Sehr ähnlich. Da haben sie auch vergessen, den Backward-Speed zu limitieren. Ah, okay, krass. Backward. Also das ist jetzt, sag ich mal, ein bisschen mehr wirklich Spieltechnik und weniger Glitchen, ne? Oder gut, das ist natürlich auch. Würden meine Reaktionen wahrscheinlich. Wie viele Boss ist das? Das ist der erste. Erster Boss. In diesem Spiel muss man alle drei Bosse besiegen, weil die neue Ladezone freischalten. Und das war's auch schon. Warum stand der jetzt direkt mit einmal? Also. Das ist aber der, nur der dritte muss man dreimal treffen. Ja. Aber warum ist der jetzt so. Warum war das jetzt so leicht? Also kann auch ein normaler Spieler genau diesen. Ja, genau. Das war jetzt alles komplett glitchfrei. Da war glitchfrei, ja. Okay. Der einzige Glitch war halt durch diese Wand zum Bowser-Level zu kommen, ja. Das ist der meist benutzte Trick in diesem Spiel. Und jetzt kommen wir zum schwersten Trick in diesem Spiel. Und zwar durch die 30-Sterne-Tür kann man sich auch durchklippen, aber das ist ein bisschen schwerer. Ich weiß nicht, ob man das so mitkriegt als Zuschauer da draußen, aber du bist ja auch wahnsinnig aktiv da auf dem Gamepad. Ich muss zerstören. Rüttelst dir da ganz schön einen ab, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar muss man hier in dieser kleinen Ecke stecken bleiben, während man rückwärts Weitsprung macht. Sehr, sehr schwerer Trick.
Ja, wir haben Excel Zeit. Genau, wir, wir machen das jetzt hier. Wir gehen nicht nach Hause, bevor dieser Trick funktioniert hat. Oh, sag mal das nicht. Nein. Nein, ich krieg schon. Wir haben ja Zeit. Ich weiß auch nicht, wie früh ich hier... Okay, reicht das? Ja, das reicht. Okay. So, ich hatte jetzt genau so viel Speed, dass ich einfach zur Tür rüber schießen konnte. Alles rückwärts Control. Das heißt, ich habe nach links gehalten, bin nach rechts geflogen, weil wir immer noch rückwärts gehen. Aha. Durch diese ganzen Long Jumps, die ich in dieser Wand gemacht habe, haben wir immer mehr Speed bekommen, immer mehr Speed bekommen. Und jetzt muss ich einfach nur runterhalten und A drücken. Und wir klippen so wie hier. Also du klippst dann einfach nur durch oder denkt das Spiel, du hast 30 Sterne? Nee, das Spiel das weiß, dass wir keine 30 Sterne also, haben. Wir haben so viel Speed, dass wir durch die Wand direkt durchgehen. Ja. Es hat gar keine Zeit mehr, um zu überprüfen, dass du da gar nicht durch darfst. Du musst den Mund zumachen. Ja, wir sitzen beide so. Ich glaube, auch viele da draußen. Staunen wir gerade einen ab hier. Das ist schon sehr, sehr nice. Können wir jede Woche einen Speedrunner einladen, Markus? Ja, wenn die Jungs nächste Woche wieder Zeit haben. Ich finde es halt so geil, wenn ich das vergleiche, wie ich gerade Trine gespielt habe. So langsam, nichts begriffen, schlecht moderiert und ihr wollt ihr rockt das Ding hier gerade. Finde ich gut. Wie viele Spiele habt ihr denn in der Art drauf? Ich habe so 5 bis 6 Spiele, die ich spiele. Die ganze Mario-Serie, Mario 64, Sunshine, Galaxy 1 und Galaxy 2. Das ist so meine Hauptspiele. Okay, bei dir? In erster Linie Ocarina of Time, Majora's Mask. Wobei ich Ocarina of Time dann auf einer N64 spiele, weil ich das dann 100% durchspiele und das auf einer N64 schneller. und ich lerne momentan noch Mirror's Edge. Ach. Ja, siehst du denn, das ist ja eigentlich ein Spiel, was danach schreit, dass man... Das hat mich sogar verstanden. Was danach schreit, dass man es möglichst schnell macht und was ja auch darauf ausgelegt ist, so wie Portal eben auch. Macht ihr auch Portal? Portal ist eins meiner Speed-Games, ja. Okay, krass. Brauche ich 20 Minuten für. Also ein sehr kurzes Spiel. Da gibt es ja auch dann eine ganz offizielle Ladder, eine ganz offizielle Charts, wer da genau, ist, eine Highscore-Liste. Und da bist du dann auch überall ganz oben oder spielt man da außer Konkurrenz, weil das kein normaler Mensch kann? Nee, wir haben ein Leaderboard. Für dieses Spiel sind, glaube ich, sogar fast 500 Leute registriert. Denn auch als Normalsterblicher, wenn du Portal spielst, kriegst du ja am Ende irgendwie angezeigt, auf welchem Platz der Weltrangliste genau, bist. Genau, genau. Das macht natürlich in dem Moment alles keinen Sinn mehr, wenn ihr da auch mitmischt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt hier wieder schön an den Schwanz packen. Okay. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr mal einen Trick versuchen wollt. Der nächste Trick ist sehr einfach. Und damit macht ihr das Spiel komplett kaputt. Ja. Gut, das ist mein Trick dann. Probier's ja, okay, ich probier's mal. Ich muss gerade den ersten vorbereiten, das ist ein bisschen schwerer. Wir müssen nochmal Backwards Long Jump noch zweimal machen und dann sind wir schon beim Endlevel. Der Grund, warum er immer wieder in die Level reingeht und danach auf Exit klickt, ist, damit er zurück zum Schloss kommt, weil die Türen lassen ihn auch auf die andere Seite nicht durch. Die Türen würden mich nicht mehr zurück. Diese 30-Sterne-Tür sind wir ja durchgeklebt, da kommen wir nicht mehr durch. Müssen wir also so einen kleinen Trick verwenden. Ist ja absurd. Sehr, sehr tolles Spiel. Ein kleiner Wallcap. Spart man sich eine Sekunde. Mal hin. Ach, die kommt dann nachher vielleicht an, wer weiß. Oh Mann. Ist das wild. Sind nicht viele Tricks oder Glitches in diesem Spiel, aber genug, um das Spiel schnell zu beenden. Okay. Du hast es schon mal gespielt, oder? Nee. Du hast noch nie Super Mario 64 gespielt? Ich hab das könnte schwer werden. Hast du schon mal gespielt? Nein. Ich hab das noch nie gespielt? Okay. Dann lassen wir das vielleicht lieber. Vielleicht kriegst du es hin. Erwischt. Ja, Markus, dann komm halt rein. Was müsste ich denn tun? Du müsstest... Okay, ja. Oh, das Long Jump ist schwer. Das zu erklären jetzt einfach so. Runterhalten. Ja. L und dann A. Und du musst L halten. Mhm. Ganz runterhalten und dann... Aber du musst während dem ersten Sprung, nachdem er angesetzt hat zu springen, musst du nach oben halten, damit der Sprung eben rückwärts geht. Ich hab schon wieder vergessen. Okay, ich bereite es dir vor. Ja. Okay. Geht mal auf die, aufs Display, aufs Gamepad. Aufs Gamepad, ja. Dass man das mal sehen kann. Du machst schneller als ich, oder? Ja. Okay, runterhalten. Aha. L, A. Und dann musst du zurückhalten, L halten und A drücken.
A schnell, schnell drücken. Ja. Und dann geht jetzt alles von alleine. Ey, ganz easy. Ja, Willst du es versuchen? Super. Ja. Aber gehen wir nochmal runter. Also runterhalten, gleichzeitig oben rechts drücken und dann den Stick aber wieder hochziehen oder wie? Oder wie? Nee. Runter. Nee, hast du nicht zugehört? Runterlaufen. Ja. L und A. L dabei halten. Sobald du L gedrückt hast, einfach halten. Dann kannst du schon mal A durchgehend drücken. Hier, runter, L, L, A. Jetzt krieg ich es auch nicht mehr hin. Runter, L, A. Ich sehe schon, dann kannst du kannst du es loslassen, hochhalten und A weiter drücken. Aha. Fatality. Okay. Das war, als ich zum ersten Mal Speedruns geschaut habe, war auch dieses Spiel dabei. Und ich habe es versucht, innerhalb von 2 Minuten sofort hingekriegt. Nach oben halten. Ah, weil sobald du. L immer drücken, sobald du in diesem Long Jump drin bist. Ne, du hast den Long Jump noch nicht. Nochmal okay. Runterlaufen. Aber sah trotzdem ganz süß aus. Ja, okay. Jetzt nach oben halten. Hochhalten und A. Mashen. A, schneller. Ja, da geht er! Schneller. Oh, das war so knapp! Ja, ja. Ich kann nicht so hämmern. So knapp. Aber du hast auf jeden Fall hingeschickt. Sehr geil. Ja, sehr schön. Okay. Ja, Wahnsinn. Okay, jetzt machen wir noch schnell das letzte Level. Und dann sind wir fertig. Du bist jetzt, hast jetzt aber nicht in diesen 5 Minuten netto das Spiel nicht durchgespielt. Doch, wir sind jetzt fertig. Danach nur noch den Bowser und dann ist durch. Dann kommen die Credits. Yep. Also du hast jetzt hier live gerade das Spiel durchgespielt, ja? Ja, wir haben die Intro-Szene übersprungen. So, aber ansonsten haben wir das ganze Spiel durchgespielt. Ah, jetzt bist du getroffen worden, haha. Ah, ja, siehst du? Ich bin kacke, doch nicht so perfekt. Ja, und gar nicht alle Münzen eingesammelt. Probier dich auch nicht. Krass. Wir warten nicht auf diese Plattform, wir gehen alleine. Dieser Sprung ist sogar, der hat so richtig sowas Freerunning-mäßiges. Ist das auch eine normale, reguläre Animation, wenn er sich da so nach vorne wirft? Oder? Ach so, ja. Das ist, wenn man genug. Ja, das ist auf jeden Fall geplant, ja, okay. Das ist kein Glitch. Hier. Oh. Das wäre jetzt was gewesen. Genau, dieses ja, das vorne ist, einfach nur B drücken. Ja. Okay. Kannst du ungefähr sagen, wie oft du das Spiel schon gespielt hast? Dieses Spiel habe ich jetzt bestimmt schon über 500 Mal durchgespielt. Ja gut, es dauert ja auch. Es dauert auch nicht lange, muss man dazu sagen, ja. Gut, dann da ist viel Lag. Muss früh genug drücken, dass ich auch treffe. Ja, die Bildschirme zu früh. Haben halt, was heißt zu früh jetzt? Ach, du hättest ja, ich habe ihn ein bisschen zu früh losgelassen. Ach so. Die Mine verfehlt. Was halt dazu sagen? Boah, sau schlecht. Ja, ja, Wahnsinn, ey. Da kannst du dich in der Szene nirgendwo mehr blicken lassen. Oh, schon wieder. Jetzt lässt es langsam. Das macht doch immer Spaß, wenn man so einen richtig guten Run hat und dann die Würfe hier verfehlt. Oh. Das muss doch ärgerlich sein, ja, oder? Ja, ist ärgerlich. Sau schnell bist aber und dann wegen irgendwas. Oh mein Gott. Aber ich nehme es nicht so ernst, dass ich dann noch wirklich aggressiv werde oder so. Da gibt es andere. Da gibt es andere Raum, hier. Die dann auch mal gerne den Controller werfen. Ah, da ja. Noch einer. Ah, ich kann ihn auch in der Luft fangen. So. Warum nicht? Warum ihn mal nicht in der Luft fangen? Und da dauert's. Ja. Ja, der Wahnsinn. Muss man dazu sagen, ne? In LPT Super Mario 64 durchgespielt. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Zu krass. Hammer! Und wenn doch, habe ich es nicht gesehen. ja, Bitte was, Markus? Nee, ich habe ja... danke schön. Also das war tatsächlich bisher so der spannendste Besuch, den wir hier hatten. Ja. Viel Spaß morgen auf jeden Fall bei dem Fest, Games Fest und dem... Dankeschön. Ja, Olymtronica danke, dass ihr uns eingeladen habt. Und morgen ihr da draußen, schaut rein, ne? Wie was? Twitch.tv Olymptronica. Genau, das ist der Marathon und unsere eigenen Channels haben genau. Wir auch noch. Haben wir die gerade noch mal als Bauchbinde? Genau, genau, das ist Olymptronica. Und Thief Bug. Genau. Sehr geil. Geil, Jungs, vielen haben Dank. Haben wir schon ein paar Mal eingeblendet, aber wir auch. Gehen in die Werbung und davon müssen wir uns erst mal holen. Abendessen. Ja. Ja. Genau. Esst die auch so schnell? Nein. Nee. Okay. Gibt es da so Glitches? Aber das ist eine typische Stefan Raab-Frage. So eine typische Stefan Raab-Frage. Dafür würde ich ihn ausschimpfen. Das ja. Muss ich nicht gleich. Hier machen wir jetzt in der Werbung. Gibt es die Route? Wiedersehen.